Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Trio of Towns. So, die große Frage aller Fragen ist, was machen wir denn jetzt? Der Tag ist schon angebrochen, er ist schon ganz schön angebrochen. Eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, ist der Tag eigentlich auch schon wieder vorbei. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist immer die Verwirrung, wenn man eine neue Aufnahme anfängt und eigentlich nicht so genau weiß, was man eigentlich machen will. Wir gießen mal die Felder. Ich glaube, das ist ein guter Anfang. Oh, die Gießkanne ist schon wieder leer. Oh, Mann. Ich bin so froh, wenn unsere ganzen Aufrüstungen, Ausrüstungsgegenstände, ihr wisst schon, endlich mal auf der maximalen Stufe sind. Ich hätte wirklich gerne mehr Füllmenge für meine Gießkanne. Das ist ja ätzend hier. Guckt euch das mal an. Man gießt halt eben ultra schnell jetzt alles, aber ja. Dafür ist er eben auch ultra schnell. Die Gießkanne leer. Okay. Noch ein bisschen. Wir haben morgen Montag. Da werde ich auf jeden Fall noch ein paar Felder bei Ludus kaufen. Vorzugsweise. Ich weiß gar nicht, wie weit geht es noch nach hier. Ich glaube, hier kann man auch noch. Irgendwie so ein riesiges Feld. So richtig übertrieben. Warte mal. 1, 2, 3. Vorzugsweise einfach noch 3 Stück. Ich weiß nicht. Ja, ich wollte eigentlich schon noch ein paar Bäume pflanzen. Also ein paar mehr. So, mal gucken, wie wir das alles machen. Am besten, ich gehe jetzt einfach mal direkt schon schlafen. Oder ich gucke noch mal ganz kurz nach meinen Reispflanzen. Die könnte ich gegebenenfalls ja auch noch mal gießen. Ich weiß allerdings gar nicht, vielleicht tut es ja morgen und übermorgen ja eh regnen. Aber schauen wir einfach mal. So, ja. Vielleicht tue ich sogar die ganzen Bäume hier nach unten verfrachten dann irgendwann. Schauen wir mal. So, will irgendjemand von euch gegossen werden? Ah, so ein bisschen, ne? Keine Bewässerung. Niemand. Niemand. Dass ich das noch erleben darf. Ja, okay, ich habe die ja, glaube ich, auch schon... Habe ich die gegossen? Vor dem Getränke-Gaudi. Das kann gut sein, um Himmels Willen. Gut, komm, was soll's. Dann gehen wir jetzt einfach schlafen. Meine Güte, da ist es schon Herbst. Und ich hoffe mal, dass wir vielleicht sogar in dieser Folge es schaffen, bei Westtown die eine Stadtverbundenheit vollzukriegen. Dass wir dann die nächste Quest bekommen. Oder die nächsten Quests. Es werden ja wieder eine Reihe an Aufgaben sein, schätze ich. Ich bin mal gespannt, was es noch sein wird. Da ist ja schon allerhand geschehen. So, wir haben ein bisschen Geld erhalten. Und Deluxe-Futter ist fertig. Ha? Ein Symbol der Freundschaft. Ha? Die Frage ist... wir hatten das Event ja schon mit dem Mondstein, dass die Füchse uns das geschenkt haben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt von den Füchsen noch ein Geschenk bekommen haben oder ob das das Event vom letzten Mal noch ist. Mein DS ging da ja dann mitten in der Aufnahme einfach raus, weil der Ladestecker in der Schrift drin steckte. Ah. Und wenn ich aufnehme, gucke ich ja mal auf meinen Monitor vom PC und nicht auf den DS. Ich könnte auch hier unten drauf gucken, aber am Monitor sieht man halt nochmal das Bild viel besser. Hier wächst jetzt ein bisschen was. Süß. Okay. Oh, ist das fertig? Oh, der Spinat ist schon fertig. Das ging ja schnell. Oh nein, und das sind normale Süßkartoffeln. Keine goldenen. Schade. Ist die Baumwolle fertig? Nein. Gut, dann gießen wir alles. Keine goldenen Süßkartoffeln. Hui, schade. Naja, so ist das nun mal. Okay. So, da oben auch noch schnell gießen. Flupp. Okay, dann würde ich jetzt noch mal ein paar mehr Spinatsamen einfach mal dann in die Saatgutmaschine schmeißen. Die habe ich doch gleich hier oben sogar, oder? Oder? Nee, wo habe ich denn? Nee, die ist hier. Warte mal, wo ist denn meine Saatgutmaschine nochmal? Hier ist sie. Okay. Glück gehabt. So, Spinat. Wassermelone, Ananas, Spinat. So, ich hoffe, man hört im Hintergrund nicht meinen Hund. Der tut nämlich gerade voller Kraft und voller Tatendrang den Futternapf gerade quer durch die Küche schieben. Was macht der? Um Himmels Willen, das knallt und kracht da drüben im Nebenzimmer.
So, was haben wir denn hier? Trauben. Die sind noch nicht fertig. Hier ist, glaube ich, noch gar nichts fertig im Moment. Pfirsich. Nee, das ist alles noch hier am Machen. Ah, hier ist aber was fertig. Oh, Gelee Royal. Und Honig. Und nochmal Honig. Gelee Royal. Jetzt geht's los hier. So, beim Reis ist alles soweit in Ordnung hier. Ah, die gelbe Perle. Wir brauchen blaue Perlen. Blaue Perlen. Perfekt. Braucht ich für irgendwas zum Upgraden. Oh, Perlenzüchter Meisterin. Und noch mehr blaue Perlen. Sehr schön. Und noch ein paar weiße Perlen. Krieg ich auch mal goldene? Nur so, ich weiß nicht. Wäre cool. Oh, die sind ja alle fertig. Was ist denn da los? Ah, goldene Perlen! Du hast zwei goldene Perlen. Wupp, 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 wupp. Nice. Haben wir endlich mal goldene Perlen bekommen. Ja, die brauchen wir auch fürs Upgraden von verschiedenen Werkzeugen und so. Sehr schön. Hat lang genug gedauert. Aber ich brauche, glaube ich, für das eine Werkzeug, was ich upgraden will, 3 Stück. Das kann noch ein bisschen dauern. So. Und hier auch noch. So, dann. Alles schön rumblubbern hier, ja? Alles cool? Gut. Goldene Perlen. Vielleicht brauche ich dafür irgendwas, nur 1 oder 2 goldene Perlen zum Upgraden. Wir gehen später auf jeden Fall nochmal zu Ludus. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Freundschaftspunkte wir mit Ludus schon haben. Vielleicht können wir ja bald wieder noch ein Event freischalten. Na ihr? Oh, süß, sie haben Angst vor mir. Ja, fein. Und du auch noch, Kyoto. Ihr seid schon zwei Süße. So, Bürste. Oder Chris, die Helene, Jojo und Hart. So, nochmal so ein bisschen knuddeln. So, und du auch noch. Okay, Wollschere. So. Und natürlich auch noch Leckerlis. Ihr kriegt 10 Leckerlis alle. Ja, fein. Jojo wird langsam etwas zutraulich. Das ist doch schön. So, okay. Gut. Gucken wir mal hier rein. Hallöle, wo ist denn? Wo ist denn? Da. Hallo, na? Hast du Angst vor mir schon? Natürlich hast du Angst vor mir. Warum auch nicht, ne? So, und der Rest bekommt jetzt hier was Knuspriges. Wie Lilly. Und Nina. Und natürlich auch Anuk. So, schauen wir mal weiter. Die Melkmaschine. Ah, so viele Tiere jetzt, ne? Mehr als 50% Tiere. Tierzuwachs. Ein ganzer Stall voll mit Tieren. Den haben wir jetzt neu dazu bekommen. Wahnsinn, ne? Naja, muss man sich schon halt immer einiges mehr kümmern. Okay, so. Auch schon so wirklich dringend meine, zum Beispiel meine Schermaschine oder so upgraden. So oft, wie ich jetzt hier scheren muss. Das lohnt sich dann wirklich schon. So, es gibt alle nochmal so ein Knuddelchen von euch. So. Ist eigentlich immer noch Angst vor mir schon jetzt? Nee, nicht mehr so, ne? Läuft nicht mehr so weg von mir. Er wird langsam zutraulich. Wir gucken mal. Oh Gott. Entschuldigung. Oh Gott. Oh, nur ein halbes Herz. Aber hier, guck. Schon hat schon ein ganzes. Sehr schön. So, okay. So, da geht es ja schon soweit erstmal ganz gut. Und ich glaube wirklich, die kümmern sich erstmal hier nur um die. Weil die vermutlich hier irgendwie näher dran sind. Ich habe keine Ahnung. Ach ja, ich wollte hier noch diesen Tierspielplatz hinsetzen. Ne? Das mache ich dann hier oben. Dann müssen die dann hier unten alle hin. Gut. Schauen wir mal hier noch vorbei. Hallo, na ihr? So. Auch alle noch einmal knuddeln. Jojo. Und natürlich auch noch Verona. Klar, wir warten, gibt es, glaube ich, wirklich keine Enten. Knuspriges Leckerli. Ich kann da mal ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwie eine Übersicht finde. Mit, ups, Tieren. Alter, Robo, ist dein Leckerli. Mit Tieren, die es hier vielleicht gibt. Oh,
Die Trophäen haben auch Effekte, die man bekommt. Fishing, Quality of Fish, Fish Basket. Quality of Fish Caught on Basket Increase, Cooking, More Toppings, and Meal Quality, Pearl. Man kann mehr Perlen. Also wenn ich hier bei den Perlen aufsteige, wenn ich halt eben dann wie eben zum, keine Ahnung, Perlenmeister werde, tue ich mehr Perlen sammeln. Ich habe immer noch Bambussprossen, gibt's auch Trophäen für. Wow. Cool. Maple Harvest Trophies, Maple Syrup Honey. Okay, Trophies. Contents. Bonuses, Trophies, Overview. Jetzt guck ich mir mal Roma später an. Wo habe ich denn jetzt hier Tiere? Genau, nee, nicht Pets. Ich möchte eigentlich Farming. Stamina, Grown Crops, Livestock. Da gucken wir mal. Gibt es da irgendwie noch Entchen oder sowas? Selling, was gibt es denn hier für Tiere alles? Steht da gar nicht. Was gibt es denn hier? Livestock. Nein. Animal Book. Pet your livestock feeding. Nee, gibt's irgendwie keine Übersicht von Tieren, die. Entschuldigung, ich höre jetzt auf mit nachgucken. Ich würde gerne wissen, ist ja so schön, wenn sie mal Entchen gäbe. Mann, ich will kleine süße Entchen haben. Naja, ist jetzt dann auch egal. Okay, ganz ruhig. Warte mal, was war denn eigentlich nochmal hier, ne? Ich kann ja mal das Futter hier mitnehmen. Ja, nehmen wir mal das Futter mal heraus. Yeah, das Deluxe-Futter. Sehr schön. Gut. Gehen wir jetzt mal zu Lutus auch. Ich glaube, wir werden jetzt auch diesen kleinen Haustier-Spielplatz bauen können. Na, ihr? Ja, fein. Ne, mit euch verstehe ich mich ja trotzdem noch gut. Auch wenn es mit Inari nur nicht geklappt hat. Aber hey, Ludus ist eine sehr gute Alternative. Was ist denn jetzt los? Es läuft Musik. Holanis Kampfsportlektion. Hä? Oh, Yume, aloha. Aloha, Yume. Ich habe Tigre gerade mit im Schwertkampf unterrichtet. Jeden Tag zu angeln würde nur dazu führen, dass die Fähigkeiten im Schwertkampf darunter leiden. Deswegen ist es wichtig, in Form zu bleiben. Das sagt er zwar so, aber Großvater taucht immer im Ozean nach Perlen. Meiner Meinung nach ist er sehr gut in Form. Ohoho, man darf nie selbstgefällig werden, Tigre. Du kannst nie zu gut auf etwas vorbereitet sein. Ich verstehe, Großvater. Sag mal, Yume, willst du mit uns trainieren? Es geht doch nichts über ein ordentliches Training am Morgen. Oh, gute Antwort. Wir beginnen zuerst mit ein paar Aufwärmübungen. Mach es mir einfach nach. Hm, was haben wir denn? Ah, den Körper in Bewegung zu bringen, fühlt sich einfach gut an. Wie fühlst du dich, Yume? Bist du müde? Na gut, aber du sollst dich auch nicht überanstrengen. Du hast wirklich ein Talent dafür, Yume. Mhm. Es hat Spaß gemacht, dich zu unterrichten. Das letzte Mal, dass es so viel Spaß gemacht hat, jemanden zu unterrichten, war mit Tigre und Kaolila. Oh, wow! Wenn es um die Kunst des Schwertkampfes geht, ist Großvater sehr streng. Da er sehr selten jemanden lobt, scheint er offenbar sehr viel Potenzial in dir zu erkennen. Oh. Oh. Ich schätze, auf der Farm ist auch viel körperliche Arbeit nötig. Sogar ich kann erkennen... Oh Gott. Warum muss ich jetzt auf einmal gähnen? Es ist gerade so kuschelig hier. Sogar ich kann erkennen, dass du einen guten Gleichgewichtssinn hast. Genau, die ganze harte Arbeit jeden Tag hat dich bestimmt sehr gut in Form gebracht. Weißt du, du könntest unglaublich gut werden, wenn du ernsthaft mit der Kunst des Schwertkampfes anfangen würdest.
Wärst du interessiert daran, Kampfsport zu lernen, Yume? Großvater, das ist ein bisschen. Keine Angst, ich bringe dir nur die Grundlagen bei. Ich halte mich auch zurück und werde vorsichtig sein. Vor kurzem kamen ein paar junge Männer von außerhalb her, nachdem sie von dir gehört hatten. Und am Ende hast du sie fertig gemacht. Hast du schon vergessen, wie du eine ganze Gruppe an einem Tag verscheucht hast? Oh? Ah, sie hatten einfach nicht das Zeug dazu, um erfolgreich zu sein. Wenn du Kampfsport gut beherrschen willst, brauchst du einen starken Willen. Und wenn das gereicht hat, um sie abzuschrecken, dann hatten sie nie das nötige Zeug dazu. Außerdem habe ich nicht die Geduld, mich mit Leuten abzugeben, die Kampfsport als Spiel betrachten. Ich meine, schon, aber du hast sie doch von Anfang an wegjagen wollen. Es war völlig ausgeschlossen, dass sie gegen dich in einem Kampf Mann gegen Mann bestehen könnten. Oh, so war das also. Jemand ist auch dreht und wendet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du wirklich vorhattest, die zu unterrichten. Du hast also nicht vor, Kampfsportler zu werden, oder? Ich könnte dir zumindest etwas Selbstverteidigung beibringen. Das ist etwas, was jeder beherrschen sollte. Nun, ich hoffe, das ist der Fall. Oh, du machst dir zu viel Sorgen, Tigre. Habe ich jemals bei so etwas gelogen? Nein, aber siehst du, wir reden ja schließlich von mir. Ach, das ist schon in Ordnung. Du beklagst dich auch nicht, dass du eine Farmerin geworden bist, oder, Yumi? Die Tatsache, dass du diesen Weg gewählt hast. Oh Gott. Wieso muss ich auf einmal so viel gähnen? Oh mein Gott. Die Tatsache, dass du diesen Weg gewählt und hart daran gearbeitet hast, zeigt, dass du die nötige Entschlossenheit mitbringst. Daher habe ich keinen Grund, mit dir sehr streng umgehen zu müssen. Oh. Sehr nett von dir, Holani. Und selbst wenn du nicht lernen willst, kannst du gerne bei unserem morgendlichen Training mitmachen. Ich hoffe, wir können das mal wiederholen, Yumi. Oh. Na gut, es wird Zeit für mich, zum Angeln zu gehen. Lass uns beide heute hart arbeiten, ja? Ich bin natürlich hart am Arbeiten. So, na kleine Katzi. Mann, warum muss ich jetzt auf einmal so viel hintereinander gähnen? Das ist manchmal echt schlimm. Hallo. Aloha. So. Wie sieht's denn hier aus? Was haben wir denn jetzt hier? Ah, sind das ein Seeigel? Und ein. Oh, drei Oktopusse. Und drei Venusmuscheln. Wupp, wupp. Okay. So, gibt es neue Rezepte? Ich bin schlimm, ich weiß. Hallo? Wir haben dieses Rezept gemeinsam geschrieben. Was gibt es denn? Hervorragende Shakes, Teil 2. So, Dankeschön. Für deine Shake-Rezepte, Iluka, du furchtbarer Mensch. Also, ich finde, Iluka ist schon sehr. Naja. Sie hat es in letzter Zeit, finde ich, oft ganz schön übertrieben. Ich distanziere mich aufgrund dessen lieber von ihr. Oh, wir haben jetzt eine rote Blume. Oder ist es orange? Ich bin mir gar nicht sicher. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ludus. Ist das nächste rot? Die nächste Stufe? Ich finde gerade Ludus nicht. Ach, da. So, wir gucken mal. Werkzeugaufrüstungsservice. Ludus. Love Event, ist das nächste wirklich rot, grün, gelb, orange ist das. Da kommt pink und dann kommt rot. Okay, das ist orange. Gott! Ah, ich kann es leichter machen, aber ich glaube. Wir gucken mal. Hacke. Gießkanne. Oh, wir können die Gießkanne vergrößern. Sehr gut. Genau, blaue Perlen braucht es dafür. Ah, oh, jetzt hat sie mehr Volumen. Sehr gut.
Das Einzige, was wir jetzt noch verbessern können, ist die Leistung. Da brauchen wir noch einmal Platin für. Was macht denn Leistung? Ah, dann kann ich noch schneller gießen. Dann mache ich so, blub, dann ist alles auf einmal gegossen. Sehr schön. So, da haben wir. Dann kann ich jetzt noch leichter machen. Na, schauen wir erstmal. Vielleicht wäre es sinnvoller, irgendwie was an der Wollmaschine. Bienenamethyst. Dann machen wir mal. Und, oh, ich kann nochmal. Fluorid und Adamantit. Ich kann es auch leichter machen. Brauchen wir aber auch Fluorid. Muss mich entscheiden. Ha, leichter machen oder Leistung verbessern? Na, wir verbessern mal die Leistung. So. Sehr schön. Mad-Maschine geht gerade nichts, logischerweise, weil ich jetzt schon so viel verbraucht habe. So, ja. Jetzt fehlt mir erstmal allerhand. Ja, ich kann jetzt momentan erstmal wieder gar nichts machen. Okay. Gut, wir gucken aber trotzdem nochmal wegen dem Spielplatz, wegen dem Haustierspielplatz. Da, Tierspielplatz. Spielplatz für Katzen und Hunde. Andere Haustiere, die sich in der Nähe befinden, dürfen auch mitspielen. 3000 haben wir auch genug. Weiche Erde. Mhm. Ja. Ach ja, stimmt. Weiche Erde. Ich wollte ja noch Felder kaufen. Da muss ich jetzt nochmal weiche Erde kaufen. Ja, das kriegen wir schon hin. Da gehen wir nochmal schnell nach Tsuyokusa. Und hauen etwas weiche Erde. Das geht da relativ flott. Mir fällt übrigens auch gerade auf, die Folge ist schon wieder relativ fortgeschritten zeitlich. Wir müssen sie schon wieder beenden, das tut mir leid. Okay, Freunde. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Wenn es wieder heißt, Yume Let's Play, Story of Seasons, Trio of Towns. Ciao.